Ah ja, ach so komme ich hier drüber. Okay, dann lassen wir die hier offen. Dann Jetzt. lassen wir die hier offen und machen die hier. So, macht so. Ja, gibt eine 5 von. Eine 5. Ja. So, waren da Willst du jetzt auch. vielleicht über die Steine drum Nee, wegfliegen? Nein, da dieser. oben war keiner mehr. War keiner mehr? Reicht vielleicht Nur noch schon. der, nur noch der in der Mitte, aber der war ja schon zu. Warum sagt das keiner, Karen? So, auf geht's. I want to get away. I want a flying away. Yes, man! Ja, guckt dir's an. Es gibt kein Zurück mehr. Und jetzt stellt euch vor, ich hätte die Hand nicht. Wenn ich jetzt die Hand nicht hätte, ich würde nicht mehr zurückkommen. Kannst du nicht über die Steine, dreh dich mal um, da kannst du doch garantiert hoch. Ja, da kommst du doch drüber, wenn du springst. Ja, da gibt's noch ein Zurück. Okay, es gibt noch ein Zurück. Up and away. Ja, wir könnten jetzt von DJ D'Agostino so bam, for the bam. Okay, drehen wir uns erstmal um und wir laufen so rum. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass es hinter irgend so einem Stein in der Hand ist. Das Problem ist, jetzt sehe ich natürlich nicht, wenn sie vorne drauf waren. Ah! Ach so. Natürlich waren keine vorne drauf. Okay, nein, wir laufen weiter. Karen Yana Jones. Oh, guck mal, es wird mal wieder Zeit für nasse Füße. Lass mich raten, und ganz klassisch ist natürlich hinter dem Wasserfall ein Geheimversteck. Ah, oh, ja. De. Ich bin immer enttäuscht, wenn hinter dem Wasserfall kein Geheimversteck ist. Ja, das ist so Klischee, das muss einfach da sein. Ja. So, wir drehen uns wieder um. Gucken uns das Ganze mal von der Seite an. Ohne fehlt was. Okay, es gibt aber keinen Handabdruck. Karen sucht noch immer den Handabdruck. Da ist einer. Ich sehe ihn. Da ist er. Nein! Dreh dich noch da. Ich habe ihn gesehen. Irgendwo da war ein Handabdruck. Gib mir die Karen-Ansicht. Brauch die. War einfach nur ein Protest. Hä? Oh nein, das ist das Buch. Schau mal nach unten, da ist ein Buch, genau. Ja, da ist ein Buch. Will ich in dieses Buch? Ich weiß noch nicht, ob ich in dieses Buch will. Ich guck mal, Ist was das ich. wieder unser Rätselbuch? Nee, das ist wieder eine andere Welt. Vielleicht ist. Ah, das könnte sein, dass das wieder dieser Hilfsraum ist. Die aus Ja, der. das ist das Buch mit den Rätseln. Die darf heute jemand anders abfotografieren. Ja, Pisa, da musst du heute ran, weil ich gehe davon aus, Boardmaker Das wird ist nicht so lange kein da Problem. bleiben. Das ist kein Nein, es Problem. ist schon gleich Sniffing Tool. Bettzeit. Ja. So, wir müssen das aber wieder aus der Karen. Ich möchte das aus der Karen-Perspektive sehen, dann kann ich mich nämlich besser umgucken. Ah, das ist aber hübsch. Das ist aber. Und Sniffing Tool ist schon geöffnet. Sehr Sehr gut. gut. Guter Mann. Handabdruck des Reiseleiters. Das ist richtig. Daran erkennen wir, dass er hier war. Oh Herrgott, das ist echt schön gemacht, also gefällt mir wieder. Das ist etwas, was mir aus den Mistreihen sowieso immer gefällt. Dass immer die einzelnen Gebiete immer so einen eigenen Flair haben. Oh ja. Ja, hat so ein bisschen was von Zen-Garten. Das sind alles ausgewachsene Bonsais. Ich merke schon. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das schon was sein könnte, auf dem ich stehe. Nee, das ist einfach nur ein, Nope. Ma ein Mandala, glaube ich. Nee, das ist nichts. Wer hackt denn da seine Tastatur kaputt? Das bin ich. Ich habe nämlich eine Anschlusstastatur. Okay. Ah. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst. Ja, man hört es recht laut. Es ist halt so aus der Hölle. Also es ist so, als ob du auf meinem Kopf rumtrampelst. Ja, Und ich glaube, Karen es ist und. so, als wenn ich schreibe, wie als Oh, wenn ich da ist schreibe, die dass Hand! ich Ich habe schreibe. eine Hand gefunden. Ich habe eine Hand gefunden. Oh! Mikro sehr nah an der Tastatur. Ich sitze halt normal. Ich habe normales Headset auf, ne? Oh, okay. Mechanische Tastaturen sind halt sehr laut. Ja, aber Aber mit ich mach. Headset. Ich warte. Oh, da ist noch eine Hand. Alter, was geht hier? Also der. Schnell habe ich ja noch nie Hände gefunden.
Das stimmt. So, haben wir ja da schon muss den. Muss ein Haken sein. Da muss noch, ja. Die Handalen hier. Oh, da ist was. Da ist was an der Wand. Oh, da ist mehr an der Wand. Muss man das wieder aus der Karen-Sicht angucken. Ich glaube nicht, dass das irgendwas für mein Rätsel gibt. Das sieht aus, als ob irgendwie irgendwelche Menschen einen großen Roboter anbeten oder sich steigen in eine Rakete. Falsch. Space Invader. Ja, ist okay. Genau. Und dann, da bist du. Ja. Body, kommt dann auch irgendwann so ein Ding. Ich möchte, dass du wie so bei der Schreibmaschine so Ding und dann nächste Seite, eine Zeile nach oben. Leute, wo ist mein schönes Wetter hin? Keine Ahnung. Oh. Wer braucht denn schon schönes Wetter? Hast du aber keinen Regenschirm mit eingepackt? Nein. Es regnet und gewittert einfach. Alter, das gibt wieder einen Eintrag. Sommerurlaub mit Sonnenbad versprochen. Ausgesetzt im Regenwald. Ohne. Ich muss ja sagen, ich mag das Wetter. So, nächster Eintrag: Sommerurlaub. Mit Sonnenbad versprochen, ausgesetzt im Regenwald ohne Regenschirm. Ja, du musst dir vorstellen, der hat keine Gummistiefel an. Der hat Sandalen. Ja, besser als nasse Socken, oder? Ja, was sagst du jetzt? Gerade eben wollte ich noch unter dem Wasserfall durchschwimmen. Können wir jetzt vergessen? Also ich muss sagen, ich finde das Wetter sehr schön. Ja. So Regen, Donner, ich mag sowas. Alles wunderbar. Also ich komme dich nächstes Mal besuchen. Dann, Das hat doch schon wieder aufgehört. Wollte gerade sagen, wenn ich hier oben bin, kommt wieder gutes Wetter? Das ist wahrscheinlich typisch. Nö, es ist kein gutes Wetter. Okay. Doch, jetzt kommt wieder gutes Wetter. Da ist ein Gong. Hast du schon noch eine Hand geschaut? Ja, was ist denn hier los? Was ist denn das für eine... Das ist wahrscheinlich die Endaktivierung. Oh nein! Okay. Aber das Gute ist, wir wissen schon mal, wo die letzte Hand ist. Ja, das ist wirklich gut. Da sparen wir uns viel Sucherei. Okay, hier ist noch... relativ am Anfang. Hier geht's noch ins Wunderland. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Folge dem Kaninchen in den Hasenbau. Will da aber nicht rein. Da geht's ins Phantasialand, da kriegst du ganz viel Süßes. Wo war eigentlich nochmal mein Wasserfall? Ich will nochmal in den Wasserfall. Wo war denn der überhaupt? Der war in der anderen Welt. Ach so, der war in der. Ja, okay. Dann gehe ich halt doch in den Hasenbau. Ist ja okay. Ist ja okay. Vor allem werde ich da nicht nass, hier in der Höhle. Hat seinen Vorteil. Das stimmt. Oh. Komische Bäume. Kann ich dann den ziehen? Nee. Man weiß nicht, ob die vielleicht Pflanzen giftig sind. Man zieht einfach erstmal dran. Es ist doch immer so. Oh, mal da. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Nö. Aber interessante Pflanzen. Ja. Da oben ist auch noch ein. Wir sind hier. What the heck? Ja, ich muss sagen, für mich ist der Urlaub gestrichen. Ungeziefer. Ah. Es sollte ein Kammerjäger sich um das Ungeziefer in der Urlaubsanlage kümmern. Es ist nur eine kleine Wanze.
Ja, ja. Auf der Lauer. Da liegt der kleine Wolf. Das sah aber eher wie so ein Skorpion aus. Ich glaube, das hat einen Stachel gehabt. Deswegen besser nicht reizen. Dann erst recht. Ist. Nix. Gibt's das auf allen Seiten? Gibt's das auch in meiner Farbe? Gibt's das auch in meiner Größe? Oh, guck mal, da ist wieder was. Gehen wir mal nach da. I found something that is interesting. Vor allen Dingen, das hat so einen Kreis, der hochführt. Da, wo du eben auf der Mauer standest. Ah, ja. Soll ich da jetzt König der... Oh, ich kann König der Löwen nachspielen. Guck mal, warte. Gehen wir da hoch. Aber auch nur, wenn du dazu singst. Warte. Oh nein, da ist eine Hand. Oh. Aber ich kann doch nicht weiter. Oh, das hätte ich niemals... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von unten nicht die Hand gesehen. Ich auch nicht. Ich habe die Hand auch nicht gesehen. Da kann ich nicht drüber. Ich habe auch nicht beachtet. Kann ich nicht. Kann ich machen. Na, du bin ja, Malavizima. Oh, wenn ja, meh. Ja, das König der Löwen Musical wurde leider abgesagt, weil man kann nicht auf den König... Warte mal, warte, Hand. Hast du dich schon gehabt? Links? Da war eine Hand. Oh. Ich weiß nicht, ich habe bloß eben aus dem Augenwinkel irgendwas rechts an den Dingern gesehen. An den Holz? Ja, an den Holzdingern. Hä? Da, nee, das war bloß der Kopf. Nee, das sah nur so aus. Ich laufe wieder langsamer. Ich. Taron muss ich ja nicht eilen. Die kommt hier ja eh nicht weg. So, da schwebt irgendwas. Taron, leg dich drunter, das ist die Massageliege. Passiert dir nichts. Okay. Auch mal außen rum. Kannst du irgendwas davon anfassen? So. Oder vielleicht kann ich alles erstmal anpacken. So. Die Dinger kann ich auf jeden Fall nicht anfassen. Hier. Genau, hier. Die getigerten Menschen und ihre einäugigen laufenden Fernseher. Keine Ahnung. Was weiß ich, was die machen. Oh, da ist was. Ich habe schon wieder eine Stadt gefunden. Ja. Ein neues Buch. Gehen wir denn jetzt hin? Das ist das mit dem... Nee, wo ist denn das? Das habe ich doch irgendwo schon mal... Ja, das ist die Platte, wo du meintest, hast du da vielleicht schon was gefunden? Ja, das könnte das erste Rätsel sein. Nee, da will ich aber jetzt nicht hin. Geh weg. Geh weg. Geh weg, Hund. So, Hast du dir hier schon alles so komplett angeschaut? Ja, es ist ja nichts. Da... Kannst du mir nochmal angucken, also, wenn sie nein, wollen. Nein, da ist nichts mehr, außer das eine Bild an der Wand. Kann hier nichts anklicken. Ich kann warten, bis es sich einmal rumgedreht hat. Vielleicht ist da eine Hand, aber kann ich ja nicht klicken. Was ist denn das? Den? Nö, kann ich nicht anklicken. Das dreht sich einfach so vor sich hin. Okay. So, wir kürzen hier ab wieder. So. Weil ich glaube auch da nach links... Also nicht in den Bau rein wieder zurück, sondern in die andere Richtung gab es doch auch noch was. Jetzt da auch? Vielleicht kann ich das Viech belästigen. Nee, kann ich nicht. Okay. In die andere. Kannst du es zusammenscheißen, weil es deinen Weg nicht verbessert hat? Ja. Vielleicht sind das da, hier. Genau. Hier willst du hin. Nein, dreh dich nach rechts. Ja. Komm du aber auch. Diesen Weg folgen. Nee, komm ich nicht. Weg folgen. Da macht's irgendwie so ritz. Ich hab's gehört. Was machen die Bäume? Ah! Das sind Sporen? Oder das sind so. Auf zu den Bäumen! Ab mit dem Kopf! Schon zu viel Natur. Ich blase hiermit den ganzen Ausflug ab. Und fordere ein Hotelzimmer. Ja. An den Hotelleiter. Ich wurde von einem Baum angespuckt. Nur an die Dinge? Nee. Vielleicht sind das auch Aliens-Kokon.
Ah, okay. Meinst du, da kommt gleich so ein kleines raus? Ah, komm hoch. Ja. Ja. Oh yeah, Karen. Da kommt dann. Guck mal hier, da kommt dann die FFP2-Maske raus, die direkt ins Gesicht springt. Ja. Da sind schon wieder irgendwelche Bildchen. Oh, da ist wieder was. Das ist ein, oh, neues, das ist ein neues Buch. Aaron, hast was gefunden? Bück dich. So. Die Geschichte von So Shoma. Oh nein. Die Geschichte von Soma, übertragen aus Buch 43c. Wir haben es noch nicht genannt, benannt. Übersetzung Nick. Erste Rohfassung. Im Alter von 121 Jahren. Oh, ich hoffe, ich werde nicht so alt. Hat Shomat mehr als 20 Jahre in seinem Königspalast residiert. Und obwohl er mehr als 45 Jahre, ob es mehr als 45 Jahre dauerte, den Palast zu errichten und jedes Jahr etwas Neues hinzuzufügen, wurde, und hinzugefügt wurde, war Shomat mit dem, was ihn umgab, sehr unzufrieden. Sein Palast war größer als jedes Bauwerk der Stadt und seine Gärten schöner als jede andere bekannte lebende Pflanze. Aber Shomat verlangte mehr von jenen, die seinen Palast und seine Gärten erschaffen hatten. Shomat schickte einen Boten, der Lemash, den Leiter des Worts scheint, einen Anführer der Diener zu beschreiben, aber eigentlich Habe ich da eben Leiter gehört? Ja. Anführer der... Oh. Nee, Leiter... Als Anführer der Diener, ja, das ist hier, ich sag ja, der Reiseleiter, wir kommen ihm näher. Zu beschreiben, aber eigentlich wurde sie nie als Diener bezeichnet. Bei Dr. Watson, Rückfragen. Bin ich jetzt Sherlock Holmes? Heiße ich Karen Holmes in Wirklichkeit? Dr. Watson, ich bin Karen, Karen Holmes. Das Palast ist sofort in Shomats Garten befehlen sollte und Lemash gehorchte. Ja, meine Königin. Mein König, Entschuldigung. Jetzt bin ich bin schon total im Karen-Modus hier. Wie lautet euer Wunsch? Siehst du diese orangefarbenen Knollen und braunen Blätter, von denen ich umgeben bin? Natürlich, mein König. Sie sind ganz anders als die anderen, die in der Höhle anzutreffen sind. Siehst du auch diese einzigartigen Steine, die mich umgeben? Fragte Shomat. Natürlich, auch sie können ihresgleichen suchen. Und Shomat war plötzlich sehr erzürnt und verfluchte seinen Diener. Nicht wirklich Diener, aber dieser. Es fängt schon wieder an zu regnen. Ja. Diese Überzeugung sollte reichen und schrie alle Anwesenden an. Wer glaubt ihr denn, wer ich bin? Glaubt ihr denn, ich hätte die Bücher nie dazu verwendet, um die Herrlichkeiten zu sehen, die außerhalb dieser Höhle zu finden sind? Ich habe diese Bücher selber geschrieben, selbst als der Großmeister mich noch unterrichtete. Und doch soll ich nun dankbar sein, ob der Schönheit, die mich umgibt? Schönheit, die in dieser Höhle entspringt? Eine Höhle ohne Licht, ohne Wärme, ohne Farbe? Glaubt ihr, ich brauche nur Stein und Dunkelheit? Wer glaubt ihr denn, wer ich bin? Mein König, was wünscht ihr von mir? Hole Großmeister Kenri. Alter, das sind ja nur Großmeister. Du wirst mit ihm zusammenarbeiten. Arbeiten im Sinne von Schreiben. Und für mich wahre Schönheit erschaffen. Herrgott! Tosende Gewässer. Farben. So prächtig, dass sie sich niemand vorstellen vermag. Lebende Kreationen. Keine Steine. Dies sind die Gärten, die ich verlange. Geht jetzt und bringt sie mir. Und so ging Lemash zu Kenri, Großmeister der Gilde, der Schreiber, und gemeinsam schufen sie eine Welt, die schöner war als alles, was man zuvor gesehen hatte. Und zusammen führten sie 9 Monate, nachdem diese Bitte ausgesprochen wurde, ihren König in diese Welt. Shomat fand an allem, was er sah, sehr großen Gefallen. Große grüne und gelbe Blätter, Blumen in jeder Farbe, tosende blaue und türkisfarbene Gewässer, wie die farbenprächtigsten Steine. Gnies und der beförderte Lemash, da er bereits Leiter war, weiß ich nicht, zu was er ihn befördert wurde, aber
Diese Worte ist, dieses Wort ist recht eindeutig und machte Kenri zu seinem wichtigsten Großmeister und ganz Knie. Thoman brachte jeden Tag in seinem neuen Welt und bla, ey, Herrgott, ich will jetzt nicht mehr. Okay. Die Geschichte von irgendeinem König, der diesen Garten erschaffen hat. Wir kürzen die Geschichte ab. Auf der anderen Seite liegt da was, Wutze. Auf der anderen Seite liegt was? Wo denn? Geh nochmal Richtung Buch. Siehst du es nämlich nicht mehr, es ist im toten Winkel. Und jetzt dreh dich nach rechts. Dann hast du auf der anderen Seite rechts ein Plateau, noch weiter rechts. Noch ein Stück. Da liegt was Weißes, oder? Neben dem rechts ist ein hohen Baum. Nee, das ist nur ein Art, also das weiß, ist eine Textur. Das ist, ich weiß, was aber du gemeint hast. Was du meinst. Ja, ich hab's auch gesehen, aber das ist nichts. Okay, was sah aus wie so ein Dokument. Da ist wieder so ein komisches Ding. Ai, Coco Jumbo, aber hier ist nichts mehr. Oh, doch, halt! Oh! Ich hab die Hand gesehen! Ich hab sie gesehen! Im Augenwinkel! Ihr Schweine! Sie haben sie wieder an die hinterste Ecke versteckt! Ja, fehlen nur noch zwei. Da waren es nur noch zwei, aber nur noch ist halt auch so eine Aussage. Konnte ich mich bücken? Nee, ich kann mich nicht bücken. Versuch's mit Steuerung. Nee, Steuerung geht nicht. Oder mit C. C geht auch nicht. Okay, ich kann mich nicht bücken. Ich hab jetzt gedacht. Schiff das Rennen, ja. Alt? Hab ich schon versucht. Steuerung und Ding hab ich alles versucht. Und leer ist hüpfen. Also laufen wir weiter.